Ich habe einige Entscheidungen getroffen, von denen ich nicht wusste, dass es Fehler sein würden. Ich habe mich zurückgenommen, um anderen zu gefallen, statt meine Interessen zu vertreten. Ich habe versucht, Erwartungen anderer zu erfüllen, nur um mich in einem Spiegel kurz vor einem Burnout wiederzusehen. Wir alle haben solche Situationen durchgemacht, machen sie gerade durch oder werden sie noch durchmachen, mich eingeschlossen. Dabei genügt oft ein Perspektivenwechsel, der mich im Verlauf meines Lebens zu dem positiven Typen gemacht hat, der ich jetzt bin, um euer Leben umgehend zu verändern. So simpel es auch sein mag, hat es mir geholfen, mit den Entscheidungen wie beispielsweise meines dualen Studiums klarzukommen. Denn mit dem Abschluss der Schule fing es für mich auch damit an, mehr Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Im ersten Moment wird man aus dem Nest der Schule in die weite, freie Welt gekickt, wonach man sich bestimmt auch gesehnt hat. Endlich selber gestalten, wie man leben will. Endlich nur die Dinge tun, die einen begeistern. Endlich sein eigenes Leben führen, ohne sich von anderen beeinflussen zu lassen. Durch Social Media, Film und Serien wird es jedenfalls so vermittelt, bis dann die wahre Realität eintrifft. Ihr seid dafür zuständig, wie euer Leben ablaufen wird. Es liegt in eurer Hand, wie das Leben sich euch offenbaren wird. Und zu einer hohen Wahrscheinlichkeit werden Probleme auftreten, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst. Eigene Rechnungen müssen bezahlt werden, ihr müsst schauen, wo ihr einen passenden Job findet, der auch Spaß machen soll bei guter Bezahlung. Und ach ja, wenn ihr schon dabei seid, sollte die Ausbildung oder das Studium nicht vernachlässigt werden. Wobei ihr aber auch anderweitig euer Leben genießen wollt und überlegt, wann ihr Zeit habt, mal mit Freunden oder der Familie Zeit zu verbringen in eurem Kalender. Und dabei habt ihr keinen Kalender. Für was wollt ihr also eure Zeit investieren und was gebt ihr dafür auf? Zu realisieren, wie viele Dinge auf einmal einem bzw. einer um die Ohren geworfen werden, kann echt einschüchternd sein, dass ihr euch einsam, schwach oder verloren fühlt. Wie ihr damit umgeht, ist jedoch euch ebenso überlassen und überhaupt nicht vorgeschrieben. Manche haben eine Karte von Anfang an und wissen, wie sie durch das Labyrinth ihres Lebens gehen. Andere müssen erst das gesamte Labyrinth durchsuchen, um die einzelnen Kartenteile für den Weg zum Ausgang zu finden. Jede Person hat ein anderes Labyrinth und jede Person geht anders an das Labyrinth ran. Die Frage, die sich mir stellt, ist dann eher, ob ich durch Fehlentscheidungen mich kaputt machen lasse und in meinem Labyrinth verloren bleibe oder versuche daraus zu lernen, die Fehler zu vermeiden und als Labyrinth-Experte glücklich rauszukommen. Mit jeder neuen Entscheidung habt ihr bereits Erfahrung gesammelt, womit es euch immer einfacher fallen wird, den richtigen Weg für euch zu wählen, dass diese Vision eines spannenden, aufregenden Lebens immer realer wird. Diese ganzen Selbstzweifel zum Beispiel bezüglich meines fertigen Bachelors sind zwar zum größten Teil weg, dennoch plagen mich meine getroffenen Entscheidungen ab und an, dass besonders die Frage in den Raum gestellt wird, was wäre, wenn ich die Zeit zurückgedreht hätte? Wie würde ich mich dann entscheiden? Aber wie bereits in anderen Videos erwähnt, habe ich durch einen Rückblick auf all die Ereignisse bereits vieles über mich und meine Fähigkeiten lernen können. Dass ich, was etwa das Studium angeht, für mich uninteressante Themenbereiche ausschließen kann und allgemein versuche, aus jeder Entscheidung was Positives für meine Entwicklung zu sehen. Tatsächlich spiegelt sich das auch in meinem Selbstbewusstsein wider. Denn was ich festgestellt habe, ist, dass durch die gesamten gesammelten Erfahrungen die Angst zu versagen oder Fehler zu machen immer weniger wurde. Zur Schulzeit als eher schüchterner Typ habe ich mich durch die Anerkennung anderer Leute definiert. Es schien für mich wie der einzige Weg, mich in die Gruppe zu integrieren, weil er geklappt hat. Wieso was ändern, wenn ich gar nicht weiß, dass es funktioniert? Was ist, wenn sie es nicht so aufnehmen, wie ich es mir wünsche und ich dann alleine dastehe? Das will ich doch auch nicht. Im Verlauf der weiteren Jahre nach der Schule ist das auch weiter so geblieben, weil mir der Mut und das Vertrauen fehlte, daran zu glauben, dass sich was ändern könnte. Irgendwann war mir das zu viel und ich habe es gewagt, die Komfortzone zu verlassen. Mit Leuten zu reden, rauszugehen, ungewohnte Veranstaltungen zu besuchen und so weiter. Und ja, jetzt bin ich im Internet zu sehen und teile diese Gedanken mit der Hoffnung, andere dabei zu helfen. Letztendlich habe ich nur die Herangehensweise gewechselt. Statt mir zu überlegen, was möglicherweise passieren könnte, wenn ich dies und das mache, probiere ich es einfach aus und schaue, wie die Reaktionen von mir und von den anderen Personen sind. Vieles spielt sich nur im Kopf ab und je mehr man sich mit solchen Situationen konfrontiert, desto sicherer fühlt man sich in seiner eigenen Haut und schreit es auch aus. Man weiß einfach viel mehr und braucht sich nicht mehr vor Dingen zu scheuen, weil man sie schon kennt. Dadurch ist es für mich auch wesentlich einfacher geworden, mich von Erwartungen anderer zu lösen. Ich denke, durch die erhöhte Verantwortung, die man für sich selbst übernimmt, setzt man sich zwangsweise mit sich selber mehr auseinander. Wer bin ich eigentlich? Was will ich? Warum bin ich hier, um ein paar Fragen zu nennen? Neben den Erwartungen einer einwandfreien Karrierelaufbahn kennt ihr bestimmt das, wenn ihr bei unterschiedlichen Freundesgruppen unterschiedliche Gesichter von euch zeigt.
Jedenfalls bemerkte ich, dass irgendwann, als ich mit meinen Freunden unterwegs gewesen bin, ich gewisse Rollen eingenommen habe, mit denen ich mich im Verlauf der Jahre nicht mehr identifizieren konnte bzw. wollte. Auch wenn es schwerfällt, dann etwas Abstand zu nehmen, ist es völlig normal, denn eure Mitmenschen projizieren mit ihren Erwartungen ihr Wunschbild von euch auf euch, was nicht mit eurem Bild von euch übereinstimmen muss. Das zu verstehen und zu akzeptieren, ist für jede Person nicht immer einfach, aber ein Prozess, der im Laufe meines Lebens auf jeden Fall immer wichtiger wurde und zum Aufbau langlebiger Freundschaften und Beziehungen notwendig ist. Demnach ist vieles aus einer anderen Perspektive zu sehen bereits ungemein hilfreich. Es ist einfacher gesagt als getan, aber zumindest etwas, womit man starten kann. Ob es jetzt die Fehler sind, die man als Chancen ansieht, sich zu bessern, die Ängste und überspitzten Gedanken, die als Challenge dienen, aus sich herauszukommen, oder die Erwartungen anderer Personen, die euch einen Weg zeigen, an dem ihr euch nicht unbedingt richten müsst. All das macht das Leben doch erst interessant, worauf wir uns alle freuen dürfen, vor allem, wenn wir es miteinander teilen können. Bis dahin, stay significant.